Es gab ein Erwachen. Hast du es gespürt? Ja. Da ist noch mehr. Der Droide, den wir suchen, ist an Bord des Millennium Falcon. In den Händen deines Vaters. Han. Solo. Er ist unbedeutend für mich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bekannt und doch ganz anders, als man es kennt. Lego begibt sich wieder einmal in den Krieg der Sterne und erzählt im neuesten Ableger die Ereignisse von Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, nach. Was uns erwartet, kennt man aus der schier unendlichen Menge an anderen Lego-Spielen. Simples, unterhaltsames Gameplay und jede Menge Lego-Charme. So funktionieren die Kämpfe nach wie vor sehr einfach. Mit zwei Buttons, erstmals wird zwischen Nah- und Fernkampf unterschieden, heizen wir unseren Feinden ein. Segnen wir das blockige Zeitliche, werden wir einfach wieder in den Kampf gesetzt und verlieren lediglich ein paar Punkte. Regelmäßig eingestreute Spezialsequenzen, in denen wir etwa hinter einem Geschützturm Platz nehmen, sorgen für Abwechslung. Im normalen Levelverlauf gilt es, ständig aus Lego-Steinen neue Objekte zu bauen, um voranzukommen. Das neu hinzugekommene Multi-Build-Feature, welches uns mit denselben Steinen verschiedene Objekte bauen lässt, nervt leider mehr, als es für Spaß sorgt. Meist laufen diese Baumomente nämlich entweder darauf hinaus, dass wir ohnehin beide Objekte bauen müssen, oder dass wir durch das zweite gebaute Element zu irgendeinem versteckten Item gelangen. Kreativ oder gar die Kreativität fördernd ist das nicht. Du kannst diese Tür öffnen, oder? Wo wir schon beim Kritisieren sind. Die Idee, dass die Figuren jeweils über eigene Fähigkeiten verfügen, gilt seit dem ersten Lego-Spiel und macht Spaß. Einige der Fähigkeiten wie dieser Scanner entpuppen sich aber wieder einmal als auf Dauer anstrengende Fleißarbeit. Jaxi hoch, Chewie. Anstatt einer großen, zusammenhängenden Oberwelt wie etwa in Lego The Avengers, haben wir in Das Erwachen der Macht von dieser Übersichtskarte aus Zugriff auf verschiedene Planeten, auf denen wir kleine Gebiete erforschen, Gegenstände sammeln und die diversen Missionen antreten dürfen. Egal ob in den Mini-Oberwelten oder in den Levels, zu sammeln gibt es stets genug. Und nur wer sich umschaut und Figuren mit entsprechenden Fähigkeiten freigeschaltet hat, kann an alle der virtuellen Plastikschätze gelangen. Apropos Figuren. Neben den Fahrzeugen gehören diese zu den unterhaltsamsten Sammel-Items. Aus dem riesigen Star Wars Fundus schöpfend, warten die Entwickler wieder einmal mit einer riesigen Palette an Figuren auf, von denen wahrscheinlich sogar so mancher Star Wars Megafan noch nichts gehört hat. Ebenfalls sehr nett, durch genug goldene Lego-Steine freischaltbare Spezialmissionen, in denen wir etwa miterleben, wie Poe Dameron Admiral Ackbar aus der Gefangenschaft der Ersten Ordnung befreit. Trotz des Lego-Anstrichs ist es übrigens beeindruckend, mit welcher Liebe zum Detail die Entwickler die verschiedenen, teils ikonischen Areale gestaltet haben. Der Millennium Falcon etwa sieht einfach klasse aus und es ist eine wahre Freude, die verschiedenen Bereiche zu erforschen. Es ist diese Mischung aus Respekt für die Lizenz einerseits und dem genial eingewobenen Lego-Humor andererseits, welcher das Spiel wie für die Serie üblich mal wieder auszeichnet. Wenn etwa Admiral Ackbar sich einen Helm der Ersten Ordnung überzieht, um durch eine Sicherheitstür zu gelangen, kann man sich das Grinsen kaum verkneifen. Wir zeigen stellvertretend noch zwei weitere Szenen, die gut veranschaulichen, wie kompetent die Entwickler wieder einmal Humor und Narration miteinander vermengen. Vergib mir. Ich fühle es schon wieder. Den Sog zur Hellenseite. Der oberste Anführer hat es gespürt. Zeig sie mir erneut. Die Macht der Dunkelheit. Und dann wird uns nichts mehr im Weg stehen. Zeige sie mir. Großvater. Sir? Große Nummer. Deutlich weniger beeindruckend finden wir, dass sämtliche Missionen durch die bekannten Star Wars Textblöcke eingeläutet werden. Das mag zwar der Vorlage in gewisser Weise treu sein, wirkt aber billig, da man viele dieser Textwüsten auch durch schön gemachte Filmchen hätte ersetzen können. Dafür gibt es an den spielerisch vielleicht spaßigsten Momenten des Abenteuers kaum etwas zu beanstanden. Die actionreichen Flugabschnitte sind nicht schwer, aber ebenso spektakulär wie abwechslungsreich gestaltet.
manchmal in offenen Gebieten, manchmal auf linearen Pfaden, stechen diese recht häufigen Momente auch grafisch positiv hervor und lassen sich sehr gut steuern. Toll! Hast du das gesehen? Hab ich ja! Hey, wie heißt du eigentlich? FN 2187! Was? Ein weiterer Truppentransporter ist auf dem Weg. Er hat ein Blaster geschützt. Ein zweischneidiges Schwert sind hingegen die Third-Person-Cover-Shooter-Abschnitte. Sie machen zwar leidlich Spaß, spielen sich aber extrem anspruchslos, wirken ein wenig deplatziert und kommen, anders als die Flugmissionen, schlicht zu häufig vor. Da kann auch die nett gemachte Präsentation nicht viel dran ändern. Insgesamt überwiegen aber, wie eigentlich immer bei Lego-Spielen, die positiven Elemente des Abenteuers. Das simple, aber unterhaltsame Gameplay, die spannende und mit sehr ansprechendem Humor verwobene Geschichte und die spürbare Liebe der Entwickler für die Lizenz sorgen für jede Menge gute Laune. Sowohl Star Wars als auch Lego-Fans greifen also bedenkenlos zu.